US-Präsident Trump gibt sich als Hardliner. Er drohte in einer Rede mit dem Einsatz der US-Streitkräfte, um die Proteste im Land zu beenden. Krise in den USA. Brüssel ruft zur Deeskalation auf. In Frankreich öffnen heute wieder Cafés und Restaurants. In Spanien beginnt für viele Menschen Phase 2 der Lockerungen. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten der Unruhen zu Wort gemeldet. Vor der St. John's-Kirche nahe des Weißen Hauses posierte der Präsident mit einer Bibel. Medienberichten zufolge wurden Demonstranten für diesen arrangierten Fototermin mit Tränengas vertrieben, um Trumps Weg zur Kirche freizumachen. Zuvor hatte der Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses eine kurzfristig anberaumte Rede gehalten und mit dem Einsatz der US-Streitkräfte gedroht. Der Tod des schwarzen George Floyd sorgt seit rund einer Woche für Proteste in den ganzen USA. Ich habe jedem Gouverneur dringend empfohlen, verstärkt die Nationalgarde einzusetzen, um die Kontrolle über die Straßen zurückzuerlangen. Bürgermeister und Gouverneure müssen so lange mit Strafen drohen, bis die Gewalt niedergeschlagen ist. Ich entsende abertausende schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten, um die Ausschreitungen, Plünderungen und den Vandalismus zu stoppen. Das sind keine friedlichen Proteste, das ist innerer Terror. Die Zerstörung von unschuldigem Leben und das Vergießen von unschuldigem Blut ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und ein Verbrechen gegen Gott. Amerika braucht Schöpfung statt Zerstörung, Zusammenarbeit statt Verachtung, Sicherheit statt Anarchie, sagte der Präsident. In Washington D.C. trat am frühen Abend eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Seit Tagen kommt es in vielen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Die Empörung über den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA hat Europa erreicht. Nach Protesten in mehreren europäischen Hauptstädten am Wochenende meldete sich nun die EU-Kommission zu Wort. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell äußerte sich schockiert und entsetzt vom Tode von George Floyd. Die Polizeigewalt sei ein Machtmissbrauch und müsse verurteilt werden. Sie müsse in den USA und überall sonst bekämpft werden. Nach tagelangen schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in zahlreichen Städten der USA drohte Präsident Donald Trump mit dem Einsatz des Militärs, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Der Spitzendiplomat der EU warnte dagegen vor einem solchen Vorgehen. Borrell erklärte, die EU unterstütze das Recht auf friedlichen Protest und verurteile Gewalt und Rassismus jeglicher Art. Er rief zur Deeskalation in der Krise auf und sagte, in Anspielung auf einen Slogan der US-Bürgerrechtsbewegung, All lives matter, Black lives also matter. In Berlin äußerte Außenminister Heiko Maas Verständnis für die Demonstranten. Und ich kann von hier aus nur meine Hoffnung ausdrücken, dass die friedlichen Proteste nicht weiter in Gewalt münden, aber noch viel mehr die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Proteste etwas bewirken in den Vereinigten Staaten. Auf beiden Seiten des Atlantiks erklärten Protestteilnehmer, sie wollten ihre Botschaft weiterhin zu Gehör bringen. Auf diesen Tag hat Frankreich gewartet. Nach mehr als 2 Monaten dürfen heute wieder Bars, Cafés und Restaurants öffnen. In Paris allerdings kann vorerst nur auf den Außenterrassen gegessen und getrunken werden, da in der Hauptstadt noch eine höhere Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besteht. Ebenso können die Menschen sich wieder mehr als 100 Kilometer weit von ihrem Wohnort entfernen. Während der Ausgangssperre war dies nur mit einem triftigen Grund möglich. Es war sehr stressig, vor allem wenn man Familie in Südfrankreich hat. Es war nicht leicht, die älteren Menschen waren alleine. Es ist großartig, dass wir diese Freiheit wieder haben.
In den Niederlanden war man einen Schritt voraus. Hier konnten Cafés und Bars schon einen Tag eher öffnen. Dort, genauso wie in Theatern, Konzertsälen oder Kinos, sind maximal 30 Personen erlaubt. Überall müssen auch die Abstandsregeln eingehalten werden. Wir nutzten die Gelegenheit, auf der Terrasse zu sitzen. Das ist wichtig. Die Restaurantbesitzer waren monatelang arbeitslos. Jetzt können sie endlich wieder öffnen. Ich konnte es kaum erwarten. Für viele Menschen in Spanien beginnt Phase 2 der Lockerungen. Sekundarschulen können wieder öffnen. Allerdings dürfen die Klassen nicht größer sein als 15 Schüler. Die Lehrer tragen eine Maske, die Schüler müssen das nicht. Wir empfehlen es nur. Sie sollen aber einen Mindestabstand einhalten. In England kehren die jüngsten Schüler in die Schule zurück, zumindest teilweise. Die Regierung wurde kritisiert, dass sie die Lockerungen zu schnell durchführt. Viele Eltern und Lehrer haben noch Bedenken. Unserer Ansicht nach ist es noch zu früh. Die Fallzahl muss erst niedriger sein und die Corona-Kontaktverfolgung muss wirklich funktionieren. Viele angesehene Wissenschaftler sind der gleichen Ansicht. Die Regierung rechtfertigt sich, dass durch die Öffnung der Schulen Eltern nun wieder ihrem Job nachgehen können und die Kinder die Möglichkeit haben, verpasste Unterrichtsstunden nachzuholen. In der indischen Hauptstadt New Delhi ist nach der Corona-Krise noch lange nicht alles beim Alten. Geschäfte und Fabriken durften zwar wieder öffnen, doch die Stadt ist weiterhin nach außen abgesperrt. Aus Angst vor dem Coronavirus. Und auch die Geschäfte laufen noch nicht. Die Menschen trauen sich noch nicht wirklich nach draußen. Ich habe keine Kunden. Es wird mindestens 6 Monate dauern, bis wir uns von der Corona-Krise erholt haben. 60% aller Coronavirus-Ansteckungen sind in Indien, in den westlichen Bundesstaaten Gujarat und Maharashtra aufgetreten. Etwas weiter nördlich in den Bundesstaaten Rajasthan und Madhya Pradesh brach eine weitere Plage über das Land herein. Schwärme von Wanderheuschrecken fielen über die Ernte her. Wegen der Corona-Krise konnten nicht genügend Insektizide geliefert werden. Mit lauter Musik sollen die großen Heuschrecken jetzt vertrieben werden. Es wird geschätzt, dass die Heuschrecken mindestens 50.000 Hektar Ackerland befallen haben. Es ist die größte Invasion seit 30 Jahren. Dazu kommt eine Hitzewelle. Neu-Delhi sah den heißesten Mai in 18 Jahren. In Rajasthan stieg das Quecksilber auf 50 Grad Celsius. Seit dem 1. Juni sind auch religiöse Feste wieder erlaubt. In weiten Teilen Nordindiens wurde, wie hier in Kolkata, das hinduistische Fest Ganga Pura gefeiert, bei dem die Flussgottheit besonders um Schutz vor Krankheiten gebeten wird. Solidaritätsbekundungen venezolanischer Raffineriearbeiter mit dem Iran. Die iranischen Benzinlieferungen sind in der Versorgungskrise des Landes nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem ließ der venezolanische Präsident Nicolas Maduro die bilateralen Beziehungen der Länder hochleben. Beide Nationen verbinden die gegen sie verhängten Wirtschaftssanktionen der USA. Maduro will so bald wie möglich nach Teheran reisen. Wir werden im hochrangigen gemeinsamen Ausschuss tagen, um Abkommen über Energiezusammenarbeit, finanzielle Zusammenarbeit und militärische Zusammenarbeit zu unterzeichnen. Aus der Versorgungsnot heraus ließ Maduro jetzt in einem historischen Schritt den Treibstoffmarkt öffnen und die Preise für das bislang praktisch kostenlose Benzin erhöhen. Rund 200 Tankstellen würden Benzin künftig zum Marktpreis von 50 Dollar Cent pro Liter anbieten, erklärte Maduro. Der Treibstoff für den öffentlichen Nahverkehr und das Transportgewerbe bleibe aber weiter voll subventioniert. Außerdem habe jeder Fahrzeughalter pro Monat Anspruch auf 60 bis 120 Liter Benzin zum subventionierten Preis von 5.000 Bolivar pro Liter. Das entspricht gut 2 Dollar Cent. Maduro sprach von einer neuen Politik als Schritt zu einer neuen Normalität. Venezuela verfügt über die weltweit größten Erdölreserven, kann diese aber wegen Misswirtschaft und Devisenmangel nicht ausschöpfen. Der Iran entsandte insgesamt 5 Tanker mit Benzin, das Venezuela laut Maduro mit US-Dollars bezahlt.
Die Lieferungen decken den nationalen Treibstoffbedarf laut Experten nur für einige Wochen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Der Wiederaufbauplan der Europäischen Kommission ist kein Blankoscheck. Um Zugang zu diesem Geld zu haben, müssen die Mitgliedstaaten eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Zugleich machte Brüssel aber deutlich, dass diese Bedingungen nichts mit den harten Anpassungen in der Folge der schweren Finanzkrise 2008 zu tun hätten. It is not a Dies sei kein Rettungsinstrument mit Konditionen, so EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Diese Erfahrung hätten damals viele Länder gemacht. Dieses Mal sei die Lage aber anders. Aber es sei eine Herausforderung. Die Mitgliedstaaten müssen einen nationalen Plan mit Investitionsvorschlägen präsentieren. Damit ihn die EU-Kommission absegnen kann, müssen sich die Investitionen auf den Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft konzentrieren. Der große Unterschied zur Finanzkrise sei, dass es dieses Mal um Investitionen und nicht um Sparpolitik gehe, so die deutsche Volkswirtin Sandra Parte. Dieses Mal sollten die Mitgliedsländer Geld ausgeben, auch wenn die Kommission die nationalen Pläne überprüfe. Das könnte man als Einmischung auslegen. Zweite Bedingung: Die nationalen Pläne müssen die Wirtschaft modernisieren und sie widerstandsfähiger machen. Mit anderen Worten, Strukturreformen. Die sogenannten frugalen Vier sind dagegen und könnten diesen Punkt als Verhandlungsmasse nutzen. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande könnten so neue Hürden errichten. Vorstellbar sei, dass sie die Gelder an weitere Bedingungen knüpften, vor allem bei der wirtschaftlichen Kontrolle, bei Rentenregelungen und Ähnlichem. Doch das könnte nicht das einzige Ziel der frugalen Vier sein, wie im Süden Europas gemutmaßt wird. Sie wollen den Anteil an Beihilfen reduzieren, den der Darlehen erhöhen und mehr Bedingungen aufstellen, so der spanische EU-Abgeordnete Luis Garicano. Die Zeit drängt. Die Mitgliedsländer brauchen das Geld jetzt. Doch die Mittel dürften frühestens 2021 fließen. Diesen Mittwoch auf Euronews. In dieser Folge geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die schwächsten Gruppen der Gesellschaft in Europa. Was tut die Europäische Union, um ihnen zu helfen? In Portugal zeigen wir, wie die EU auf die Bedürfnisse einer wachsenden Zahl benachteiligter Menschen reagiert. Und wir interviewen die Präsidentin der Stiftung für progressive europäische Studien. Welche Maßnahmen ergreift die EU zum Schutz der Menschen? Thema in Real Economy auf Euronews und euronews.com.
Italien gedenkt am Nationalfeiertag der Toten der Coronavirus-Pandemie. In Frankreich öffnen heute wieder Cafés und Restaurants. In Spanien beginnt für viele Menschen Phase 2 der Lockerungen. US-Präsident Trump gibt sich als Hardliner. Er drohte in einer Rede mit dem Einsatz der US-Streitkräfte, um die Proteste im Land zu beenden. Am diesjährigen Nationalfeiertag in Italien gedenkt das Land der Toten der Coronavirus-Pandemie. In Rom am Altar des Vaterlandes legte Staatspräsident Sergio Mattarella zunächst eine Schweigeminute für die Opfer der Pandemie ein. Dann besuchte Mattarella den Ort Cotonio in der Provinz Lodi in der Lombardei, wo im Februar die ersten Erkrankungen aufgetreten waren. Cotonio, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione. Hier in Codogno, wo dieser Leidensweg begann, wollen wir an die Werte unserer Verfassung denken und an die vielen Menschen, die durch das Coronavirus ihr Leben lassen mussten. Italien erweist seinen Opfern die Ehre. E per rappresentare il pensiero di omaggio dell'Italia per le vittime di questa epidemia. Für die Anhänger von Lega Nord-Chef Matteo Salvini war dies auch ein Tag des Protests gegen die Art und Weise, wie die Regierung mit der Pandemie umgegangen ist. Salvini kritisierte die EU und sagte, Hilfen kämen nicht rechtzeitig an. Sie sagen uns, ihr bekommt Geld, aber erst nächstes Jahr. Das ist, als ob ein Arzt einem sagt, ja, ich heile dich, aber Medizin gebe ich dir erst nächstes Jahr. Wir brauchen das Geld jetzt, nicht nächstes Jahr. Dann werden Familien und Geschäfte nämlich schon verschwunden sein. Der Nationalfeiertag am 2. Juni fällt in eine Zeit, in der Italien sich langsam wieder öffnet. Museen und Sehenswürdigkeiten können unter Auflagen wieder besichtigt werden. Italien ist nach der Coronavirus-Pandemie auf einem langen Weg der Genesung. Auf diesen Tag hat Frankreich gewartet. Nach mehr als 2 Monaten dürfen heute wieder Bars, Cafés und Restaurants öffnen. In Paris allerdings kann vorerst nur auf den Außenterrassen gegessen und getrunken werden, da in der Hauptstadt noch eine höhere Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besteht. Ebenso können die Menschen sich wieder mehr als 100 Kilometer weit von ihrem Wohnort entfernen. Während der Ausgangssperre war dies nur mit einem triftigen Grund möglich. Es war sehr stressig, vor allem wenn man Familie in Südfrankreich hat. Es war nicht leicht, die älteren Menschen waren alleine. Es ist großartig, dass wir diese Freiheit wieder haben. In den Niederlanden war man einen Schritt voraus. Hier konnten Cafés und Bars schon einen Tag eher öffnen. Dort, genauso wie in Theatern, Konzertsälen oder Kinos, sind maximal 30 Personen erlaubt. Überall müssen auch die Abstandsregeln eingehalten werden. Wir nutzten die Gelegenheit, auf der Terrasse zu sitzen, das ist wichtig. Die Restaurantbesitzer waren monatelang arbeitslos. Jetzt können sie endlich wieder öffnen. Ich konnte es kaum erwarten. Für viele Menschen in Spanien beginnt Phase 2 der Lockerungen. Sekundarschulen können wieder öffnen, allerdings dürfen die Klassen nicht größer sein als 15 Schüler. Die Lehrer tragen eine Maske, die Schüler müssen das nicht. Wir empfehlen es nur. Sie sollen aber einen Mindestabstand einhalten. In England kehren die jüngsten Schüler in die Schule zurück, zumindest teilweise. Die Regierung wurde kritisiert, dass sie die Lockerungen zu schnell durchführt. Viele Eltern und Lehrer haben noch Bedenken. Unserer Ansicht nach ist es noch zu früh. Die Fallzahl muss erst niedriger sein und die Corona-Kontaktverfolgung muss wirklich funktionieren. Viele angesehene Wissenschaftler sind der gleichen Ansicht. Die Regierung rechtfertigt sich, dass durch die Öffnung der Schulen Eltern nun wieder ihrem Job nachgehen können und die Kinder die Möglichkeit haben, verpasste Unterrichtsstunden nachzuholen. Sie gehören zum griechischen Sommer wie Strand und Meer, Freiluftkinos und am Sternenhimmel. Eine typisch griechische Kulturinstitution, der in Zeiten von Corona eine ganz neue Bedeutung zukommt. Seit dem 1. Juni dürfen die Kinos wieder Publikum empfangen, aber nur bei maximal 70%iger Auslastung. Alisa Peu, eines der ältesten Freiluftkinos in Athen, existiert seit 1903.
Wir freuen uns sehr, wieder öffnen zu dürfen und erwarten unsere Zuschauer. Wir haben alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es fehlt an nichts. Wir beginnen vorsichtig, denn wir wollen, dass die Menschen zurückkehren. Wir haben in den vergangenen Tagen viele Anrufe erhalten. Die Einzelheiten wurden genau erfragt. Deswegen blicken wir zuversichtlich in die nahe Zukunft. Wegen Covid-19 kommen auch hier strikte Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen zur Anwendung. 1,5 Meter Mindestabstand, jeder dritte Sitzplatz bleibt leer. Am ersten Tag kamen trotz Corona und unsicherer Wetteraussichten viele treue Kinogänger. Ich glaube, die Corona-Pandemie ist vorbei. Außerdem halten wir uns an alle Regeln. Da gibt es überhaupt kein Problem. Es ist ein offener Raum und wie ich sehe, halten alle den nötigen Abstand. Bei den Indoor-Kinos haben wir Bedenken. Deswegen haben wir uns für ein Freiluftkino entschieden. Etwa 35 Freiluftkinos haben in Griechenland den Betrieb wieder aufgenommen. Der erste Schritt in Richtung Normalität nach 2,5 Monaten Schließung. Ab kommenden Donnerstag melden sich 135 weitere Freiluftkinos mit Neuerscheinungen und Filmklassikern zurück. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten der Unruhen zu Wort gemeldet. Vor der St. John's-Kirche nahe des Weißen Hauses posierte der Präsident mit einer Bibel. Medienberichten zufolge wurden Demonstranten für diesen arrangierten Fototermin mit Tränengas vertrieben, um Trumps Weg zur Kirche freizumachen. Zuvor hatte der Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses eine kurzfristig anberaumte Rede gehalten und mit dem Einsatz der US-Streitkräfte gedroht. Der Tod des schwarzen George Floyd sorgt seit rund einer Woche für Proteste in den ganzen USA. Ich habe jedem Gouverneur dringend empfohlen, verstärkt die Nationalgarde einzusetzen, um die Kontrolle über die Straßen zurückzuerlangen. Bürgermeister und Gouverneure müssen so lange mit Strafen drohen, bis die Gewalt niedergeschlagen ist. Ich entsende abertausende schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten, um die Ausschreitungen, Plünderungen und den Vandalismus zu stoppen. Das sind keine friedlichen Proteste, das ist innerer Terror. Die Zerstörung von unschuldigem Leben und das Vergießen von unschuldigem Blut ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und ein Verbrechen gegen Gott. Amerika braucht Schöpfung statt Zerstörung, Zusammenarbeit statt Verachtung, Sicherheit statt Anarchie, sagte der Präsident. In Washington D.C. trat am frühen Abend eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Seit Tagen kommt es in vielen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Die Empörung über den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA hat Europa erreicht. Nach Protesten in mehreren europäischen Hauptstädten am Wochenende meldete sich nun die EU-Kommission zu Wort. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell äußerte sich schockiert und entsetzt vom Tode von George Floyd. Die Polizeigewalt sei ein Machtmissbrauch und müsse verurteilt werden. Sie müsse in den USA und überall sonst bekämpft werden. Nach tagelangen schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in zahlreichen Städten der USA drohte Präsident Donald Trump mit dem Einsatz des Militärs, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Der Spitzendiplomat der EU warnte dagegen vor einem solchen Vorgehen. Borrell erklärte, die EU unterstütze das Recht auf friedlichen Protest und verurteile Gewalt und Rassismus jeglicher Art. Er rief zur Deeskalation in der Krise auf und sagte, in Anspielung auf einen Slogan der US-Bürgerrechtsbewegung, All lives matter, Black lives also matter. So, hi. In Berlin äußerte Außenminister Heiko Maas Verständnis für die Demonstranten. Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Und ich kann von hier aus nur meine Hoffnung ausdrücken, dass die friedlichen Proteste nicht weiter in Gewalt münden, aber noch viel mehr die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Proteste etwas bewirken in den Vereinigten Staaten.
Auf beiden Seiten des Atlantiks erklärten Protestteilnehmer, sie wollten ihre Botschaft weiterhin zu Gehör bringen. Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen.